Das ist gut wie immer, ne? Wenn es wieder besser wird. Und jetzt machst du. Jetzt auch. Jetzt geht's besser, gell? Das ist nicht so. Also, das ist die Kollektion, unsere neue Kollektion von Nymphenburg, eine argentinische Künstlerin, Ruth Govic, die in Paris lebt. Und die hat im Laufe der letzten 3 Jahre für uns diese Kollektion entwickelt. Diese Kollektion basiert auf Papiermodellen. Die Künstlerin arbeitet mit Papier, weil sie von der Haptik und der Optik sehr fasziniert ist. Und wir haben versucht, genau dies so umzusetzen, was Sie hier an diesen Asymmetrien, an den Knicken und an den Faltungen sehen. Das Porzellan wird alles von Hand hergestellt. Wir sind die letzte Reinstmanufaktur weltweit. Und das zeigen wir hier auf der Messe an verschiedenen, mit verschiedenen kleinen Studios und Nachbildungen unserer Ateliers. Sie haben hier die Malerei, die Formerei und die Bustiererei. In der Malerei sehen Sie die Werkzeuge, mit denen unsere Maler arbeiten. Es werden auch einige der Kunsthandwerker hier vor Ort sein. Wir haben hier vorne die Farbteller, die benutzt wurden, oder sagen wir mal hergestellt wurden, für die Kollektion Ruth Govic. Das ist deshalb wichtig, weil die Farben vor dem Auftragen oder vor dem Brennen anders wirken als nach dem Brennen. Und man testet diese Farbvarianten und die Wirkung der Farben auf diesen Farbtellern. Das sind Proben. Man macht das natürlich nicht an den fertigen Objekten selber. Wir haben ein eigenes Farblabor in Nymphenburg und sind in der Lage, bis zu 20.000 verschiedene Farbnuancen selbst herzustellen. Und hier sehen Sie eine kleine Auswahl. Das sind jetzt die. Hier sind wir in der Formerei bzw. in der kleinen Nachbildung des Ateliers. Die Fliedern waren filigran.
Material reingestellt. Und nun gehe ich ran und kann sehr genau arbeiten. Und hier, also je dichter ich rangehe, je feiner kann ich arbeiten. So,